Shifty. X. Shifty. Doch, Mann. Nee, was gab das Diskussion? Was hast du? Ja, da gab es halt eine Diskussion für einen Song, wo ich die Hook halt, wo ich da was noch dazu eingespielt habe und das hat zum Beispiel Sinn nicht gefallen. Aber ich find's geil, so, und dann gibt's halt Diskussionen, dann muss man halt gucken, so, wenn am Ende des Tages, wenn jetzt drei Leute jetzt sagen, hey, das ist kacke, dann nehme ich's raus. Aber wenn jetzt die beiden Jungs noch sagen, so, ja, ist gut, dann sage ich, ja. Also wenn du uns auf seine Seite gewinnen kann, dann. Ja, ich merke schon, das gehört so ein bisschen dazu. Ja. Aber wie weit greift ihr dann in den musikalischen Bereich mit ein? Ja, je nachdem. Wie gesagt, Abdi auf jeden Fall, aber Abdi ist halt so, gefällt mir nicht. Ich sage, wie soll ich anders machen? Ja, mach anders. Ja, anders machen. Das ist halt die Dings. Aber dann gucke ich halt, dass ich es anders mache. Ja. Da muss man dann Alternativen anbieten. Wollte ich gerade sagen, das gehört über die Jahre dann aber zu, dass du dann auch weißt, was er damit meint. Ja, manchmal fuckt mich das trotzdem ab, weil ich dieses anders, okay, was soll ich jetzt anders machen? Jetzt hättest du mir vorhin der WhatsApp-Gruppe sagen können, Bruder, du musst jetzt so ein schöner Kammer sein, Alter. Aber korrekt, Digga, cool. Aber Alternativen anbieten ist immer gut. So, von daher. Ja, cool. Passt das schon. Okay, cool. Es gibt ja so schöne Dokumentationen über, wenn so eine Produktion, wenn so ein großes Album entsteht, in allen Variationen. Und dann kommen dazu immer diese kleinen Take-Offs, wo dann aus dem Studio gezeigt wird, der Beat und der Text dazu. Und am Ende kommt auf dem Album vielleicht eine ganz andere Version zusammen. Das ist also dieser Prozess, was Texte und Beats so ständig im Mix ist. Wie findet das hier bei euch statt? Ist das im Prinzip schnell gefunden, so es gibt entweder den Beat oder den Text und dann gibt es auch ganz schnell so eine Ehe quasi zwischen beiden oder gibt es da auch ständigen Wechsel? So, nee, der Text passt doch besser zu dem Beat und umgekehrt? Eigentlich sind wir da mehr so effizienter, also auf die Beats zugeschnitten. Also zum Beispiel, wenn wir ein Thema haben, dann sagen wir es ihm. Wir haben ein Lied, wir stellen uns das so vor. Manchmal haben wir auch schon einen Text oder schon Anfänge. Und das rappen ihm dann vor, zeigen ihm das, eine Skizze zum Beispiel. Und er weiß dann, in welche Richtung es geht. Und dann baut er einen Beat darauf. Also es passiert aber manchmal, er hat einen fertigen Beat, einfach, und der gefällt uns direkt und dann fällt uns eine Sache darauf ein. Also das ist. Ich glaube, das ist im Zweifel dann aber auch das Glück, dieser große Vorteil, den es gibt, wenn man wie ihr schon recht lange miteinander zusammenarbeitet, weil man dann schon weiß, in welche Richtung es gehen soll. Aber es war ja von Anfang an schon so. Also das hat von Anfang an die Chemie gestimmt. Das ist genau. Also das heißt, das, was ich gut fand, das fanden die auch zu 90% immer gut. Oder umgekehrt. Deswegen, es hat immer schon von Anfang an gestimmt und die Trefferquote ist halt bei uns gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Beats mache, oder beziehungsweise 5 Beats mache oder 10 Beats mache, also so 7 von denen ist schon so, dass sie sagen, okay, das passt. Von daher hat schon von Anfang an gepasst. Es war auch gar nicht so, dass wir so anarbeiten mussten, aber von Anfang an war es schon cool so und deswegen. Fast rhetorische Frage, aber es ist doch, wenn du so ein Projekt komplett mitbegleitest, ist deine Verantwortung gegenüber dem Endprodukt doch ungleich höher, als wenn du in Anführungsstrichen nur 1, 2 oder 3 Ja, also ich also das ist für mich auch gerade so. Das ist auf jeden Fall so. Greifst du dann auch oder versuchst du dich auch in andere Dinge mit einzubringen? Ja, natürlich. Zum Beispiel jetzt mit Mischen und Mastern. Ja. Das ist etwas, das ist gerade mit, nicht anstrengendste, aber das ist schon etwas, was auch sehr viel Zeit gerade kostet. Das habe ich auch noch nie jetzt so intensiv gemacht, dass ich mich damit auseinandersetze, weil ich genau diesmal weiß, wie es klingen muss oder wie ich es mir vorstelle. Das sage ich auch dann im Lex. Liebe Grüße auch an Lex. Alejandro Buckley. Wir haben sein Leben auf jeden Fall zerstört die letzten 4 Wochen, wo er auch manchmal Sachen 7, 8 Mal neu mischen musste, weil es halt einfach nicht so ist, wie wir es haben wollen. Diesmal habe ich mich auf jeden Fall von mehr Verantwortung übernommen. Ja. Oder beziehungsweise versucht, das mit Sinn halt zu machen. Und ist auch ein Luxus auf jeden Fall für uns als Künstler, sage ich ganz ehrlich. So, dass er das, wie du auch schon sagst, so, wie sagt man so? Man nimmt ihn ja halt mit ins Boot einfach, ne? Ich glaube, dann ist ja auch die Verantwortung auf 3 Schultern geteilt, dann klingt am Ende das Produkt auch ganz anders. Es ist halt nicht so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nur die Beats und die schreiben und gut ist. Also es ist wirklich für mich auch so, das ist so ein kleines Baby, das ist so ein Ding, das ist auch meins. Ja. Also wenn wie es klingen wird am Ende, da bin ich auch auf jeden Fall beteiligt. Und deswegen, es macht mir auch Spaß, ich mag das auch. Weil mir das Produkt auch viel bedeutet. Ich stehe da hundertprozentig hinter, weil es auch für mich ein sehr, sehr gutes Produkt ist. Diese Zusammenarbeit ist eingespielt
Der Sound, laut Presseinformationen und so, habe ich eben schon erwähnt, ist, oder das Gefühl, soll wieder ein bisschen Richtung Mietwagen-Tape gehen. Wie viel Platz ist da für Experimente? Wenig, meiner Meinung nach. Textlich wie musikalisch? Gab es auch ein, zwei Geschichten, wo ich das denke, das passt nicht, aber die Jungs wollten das unbedingt drauf haben und haben es auch gemacht. Ganz wenig aber. Ja, nur ein Song, glaube ich. Ja? Ja. Da, oder zwei. Sollen wir sagen, oder? Können wir auch sagen. Marifette. Ja? Ja, das ist Lendawi, meiner Meinung nach. Da habe ich noch ein bisschen experimentiert. Ja, okay, aber es ist trotzdem, das passt trotzdem noch. Aber so Marifette ist halt so ein Song, der ist 103 BPM. Was ist das? 103 langsam, gell? Ja, das ist schnell, aber das ist halt drauf, kommt drauf an, ob du es langsam rappst oder auf die Geschwindigkeit. Also und die anderen Beats haben halt das Gleiche. Zwischen 85 und 94, alle so. Und Marifette ist halt so ein Song, das ist halt so, wo ich da würde ich sagen, das ist, da haben sie ein bisschen experimentiert. Ist auch cool, ist aber nur ein Song. So und ein bisschen gestylt, geflext. Und Blendau, wie gesagt, finde ich auch experimentiert. Ja, aber nicht so krass jetzt wie jetzt Marifette. Allein vom Beat her so auch, weißt du, vom Feeling her. Das heißt, dadurch klingt er schon ganz anders. Ja, und ich, allein vom Tempo her. Und das war etwas, wo ich dachte, das muss nicht sein. Gab es auch viel Diskussion, aber halt die Jungs wollen das gerne machen, das ist auch cool. Was hat euch denn dazu gebracht, Mietwagen-Tape wieder ins Gedächtnis zu rufen mit diesem Album? Ja, so das letzte Album war halt ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren, mal gucken, was geht und so, weißt du. Ja. Seid ihr enttäuscht gewesen? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja den Verkauf haben wir jetzt ja über... Vor dem Gesang. Genau. Wir bereuen nichts, was wir getan haben, sage ich mal so. Und aber so, wir lesen ja auch die Kommentare von unseren Fans und uns ist wichtig, was die Fans... uns ist die Meinung der Fans wichtig, sage ich mal. Und die haben das irgendwo auch gefordert. Ey Jungs, back to the roots, was geht ab? Wir wollen das und so. Dann haben wir gesagt, ey, wenn ihr jetzt wollt, bitteschön, kriegt ihr. Ja. Haben uns halt gedacht, okay, wir machen es so wie früher. Für uns ist es ja auch das Einfachste. Also, ja, also diesen Stil. Also, man bewegt sich einfach in seinem Bereich, in dem man ja, sich also das ist ja für uns, oder? Ja. Das ist wie Jordan, hat Basketball gespielt, dann hat er kurz Baseball gespielt. Oder gesagt, ja, die 23. Ja, genau, das ist so. Und dann hat er gemerkt, nee, das ist vielleicht 3, doch 2. Nicht so gut, dann hat er wieder Basketball gespielt. Oh, hast mich also, das ist halt das, was die Jungs am besten machen. Zugriff. Und ich bin aufgeflogen, Zugriff. Holt mich hier raus. Ja. Und deswegen, ich sage nichts dazu. Aber das ist kein. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist hundertprozentig MBT. Das ist. Ich meine nicht. Würdet ihr sagen? Ja, genau. Ruft ihn mal zurück hier. Wie viel MBT steckt in dem neuen Album? Wie viel Prozent? MWT, da steckt eigentlich, MWT ist ja Chelo und Abdi und da steckt einfach nur 150% Chelo und Abdi drin. Und 200% Bonchance, Gigo. Ja. Weder MWT noch HJ oder das Akupunktur, das ist Bonchance, Digga, das vierte Album. Oder das vierte Album. Ja, weißt du was ich meine? Einfach neue Sache. Es ist kein MWT, aber die Jungs, die MWT gefeiert haben, werden das auch feiern. Wer MWT gemocht hat, wird Bonchance lieben. Ja, genau. Wer die weiß, Leute, vielleicht die Leute haben uns ja R&B, wenn ich Bock hab, mach ich. Wenn wir uns einigen, dass wir es machen. Da war doch diese eine, auf dem MWT war doch diese eine Nummer. Ich glaube, das war ein Solo-Track von dir. Verzeih mir, Papa, oder After Hour? After Hour 2 habe ich schon angefangen zu schreiben. Ja? Ja. Wer weiß, wie ich gerade lustig bin. Ja. Aber die Leute haben gefordert, dass wir wieder back to the old school motherfucking hustling style fahren. Und dann haben wir das so gemacht. Einfach so die Vergangenheit wieder aufrollen. Ja. Ist es dann aber nicht gefährlich, um jetzt mal auf der Textseite zu bleiben, dass man sich wiederholt? Dann, ich meine, eure Geschichten habt ihr doch, das können wird dann Kritiker als erstes sagen, habt ihr doch im Prinzip erzählt. Man kann es gar nicht wiederholen, wenn ich zum Beispiel... Ich habe auch so viele Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe jetzt. Ja. Da kann ich 10 Alben schreiben. Ja. Da muss ich nur wieder erinnern, was ist da passiert, da diese Geschichte, das in einem Reim verpacken, in einen geilen Flow. Das ist einfach nur diese Tüftelei daran, die Storys wieder aufzuwickeln. Mhm. Also das Geilste ist, wenn du jemanden triffst von alten Zeiten, dann erzählt er, weißt du noch das, da. Und dann kommt wieder das. Weißt du, dann. Das wenn er noch sagt, alle habt ihr, wo ist außerdem noch mein 20, den ich damals gegeben habe, alle Digga. Und ja, Mann, von 99. Aber wenn ich schwör, nächstes Mal mit uns hin. Ich habe nur Bankkarte, aber Jigga, um nichts möchte. Aber wenn es so wäre, dann könnte ja kein Künstler mehr als 2 oder 3 Alben machen. Aber ihr kennt doch diese Kritik, die dann natürlich. Aber jetzt mal häufiger mal bei größten Künstlern auch angesetzt wurde. Die wiederholen sich, es ist immer der gleiche Inhalt, dieses übliche Gerede. Natürlich. Und dann auf der anderen Seite sagen sie aber, sie wollen das wieder wollen zurück, wir, genau. Sie wollen wieder zurück zu den Wurzeln. Man kann es eigentlich recht machen, deswegen man muss man auf sein Herz hören. Ja, aber im Endeffekt, die Wurzeln sind ja Chillo und Abdi. Die Leute lieben uns ja wegen diesem Style, den wir ja gebracht haben. Das sind ja wir. Sie haben euch wahrscheinlich auch deshalb geliebt, weil ihr genauso wart wie die anderen 10 Jungs, die quasi neben euch gestanden haben. Also ihr wart einer von denen
Und dann besteht ja die Gefahr, dann ist man Platz 8, dann ist man Platz 3, dann wird man erfolgreich, dann tut man durch ganz Deutschland. Auf einmal Bauch, alle ab, du bist fett geworden bei den Leuten. Ja, den geht's zu gut und so. Wir kaufen keine Alten mehr. Du hast uns wohl vergessen und so. Da ist einfach nur diesen Zuckerbauch, kennst du das? Wie oft habt ihr gehört, dass ihr euch Leute vorgeworfen habt, ihr habt eure Basis vergessen? Oder irgendwie so. Alles spätestens, wenn die beim Mundi fühlen, dann wissen die, dass ich immer noch der Alte bin. Glaub mir, Jigo. Alles andere ist nur nicht... ist alles nur von Distanz beurteilt. Spätestens, wenn man meinen Mundi wieder zu spielen bekommt, weiß man, so wie ich ihn damals kennengelernt habe, so ist er immer noch. Alles andere ist nur, da hat jede Woche neue Nike-Schuhe an, bei denen läuft, hat sich verändert, was auch immer. Verbring mal 5 Minuten mit mir, unterhalten wir uns, einen Dialog finden, dann weißt du, ich bin so, wie ich früher war. Das kann ich verstehen. So, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ja. Das sind ja auch, wie gesagt, die Kernfans, aber man muss ja auch überlegen, vom letzten Album her, es gibt ja auch viele Leute, die es abgefeiert haben, die durchgedreht sind, die kommen und sagen, ey, boah, das Lied ist krass, das ist falsch, weißt du? Also man darf das jetzt auch nicht unterbewerten. Und wir sind Musiker und wie gesagt, man ist immer diese, man muss ja in einem Jahr ein Album hinkriegen. Und das haben wir auf die Reihe gekriegt. Es ist also auch schon eine ganz große Herausforderung, muss man auch einfach sagen. Dann aber ich glaube, ich finde es besser. Schnell produziert sein. Ich finde es besser, als wenn man, da fahren uns ja 2 Jahre. Genau. Und das ist, ich finde es cooler, dass wenn man weitermacht, weißt du, so direkt zyklusmäßig. Wir haben nach Akupunktur direkt angefangen. Wir haben halt auch davor, währenddessen andere Sachen gemacht, weißt du. Man ist auch unterwegs, Außerdem feiern die ganze Zeit, was soll ich sagen, Jigo? Früher bist du morgens aufgestanden und hast dann geklingelt bei den Leuten. Nicht, dass die, wenn die dir Geld schulden, dass die es irgendwo anders ausgeben, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel? So, ja. Man kann auch 7 Scheine Gürtel kochen, Jigo. Man kann auch eine ganze Nacht darüber reden, zum Beispiel. Das ist die Sache. Man hat halt den Luxus, man kann ausschlafen. Mittlerweile haben wir auch noch eine eigene Firma, wir haben ein Label. Ja, ich meine, es wächst und es geht. Das wächst, geht ja, man. Also Leute können es ja nicht übel nehmen, dass sie Erfolg haben. Nee. Dass Geld verreisen, das kann uns ja keiner übel nehmen. Aber. Es ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in Deutschland, dass man, wenn man Erfolg hat, dass dann immer mehr Neider da sind als Leute, die einen. Ja, zujubeln. Dann sagt man auch, dann, ey, die sind gar nicht real und so. Wenn sie das. Backspin.